So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin ja beim letzten Mal mit dem eigentlichen Stoff der Vorlesung durchgekommen. Und hatte angekündigt, ich werde noch einiges sagen zu dem, was uns aufgefallen ist bei den Theorietestaten. Bei diesem Termin werde ich mich darauf konzentrieren. Ich weiß nicht, wie weit ich da komme. Das sind neue Sachen, die ich mir überlegt habe, wo ich noch keine Erfahrungswerte habe, wie lange das dauert und so weiter. Und werde versuchen, wenn es zeitlich passt, beim nächsten Mal noch ein bisschen was zum praktischen Java zu machen. Also dieses Mal hier die Aufgabe 7 in der Klausur, die sich anlehnt an die Theorietestate, und ein paar Punkte ansprechen hier, die uns aufgefallen sind, die offensichtlich Schwierigkeiten gemacht haben. Ich will erstmal nur diesen einen Punkt beim Thema asymptotische Komplexität vorneweg nochmal Ihnen vor Augen führen, auf andere Art und Weise als bisher. Aber das meiste wird heute zum Thema Korrektheit, vollständige Induktion sein. Was uns aufgefallen ist, etwas, was regelmäßig in Lehrveranstaltungen zu Algorithmen und Datenstrukturen, nicht nur hier, sondern überall zu beobachten ist, ist, dass das ein bisschen durcheinander gebracht wird von vielen Leuten. Wir haben auf der einen Seite diese Landau-Symbole, O, Omega, Theta, klein O, klein Omega, die wir ausgiebig diskutiert hatten. Sie erinnern sich, beispielsweise in Groß O von F sind alle mathematischen Funktionen drin, sprich alle Laufzeiten von Algorithmen, deren Asymptotik höchstens so groß ist wie die Asymptotik von f, die sich also asymptotisch beschränken lassen durch die mathematische Funktion f. Beim Omega ist es genau umgekehrt, nach unten beschränken lassen. Und beim Theta haben wir die genaue Eingrenzung. Ja, beispielsweise Bubble Sort, Selection Sort sind in Theta von n Quadrat im Worst Case, übrigens auch im Best Case. Da macht bei diesem einfachen Algorithmus, die immer nach Schema F gehen, haben wir in beiden Fällen dasselbe, n Quadrat. Klein O und klein Omega waren nochmal die echten Abschätzungen. Also beispielsweise Merge Sort mit seinem Aufwand n log n ist in klein O von n Quadrat. Ja, n log n ist asymptotisch schneller als n Quadrat, oder umgekehrt nach unten, die asymptotische Komplexität von Bubble Sort und Selection Sort ist in klein o von n log n, weil die Komplexität dieser beiden Algorithmen n Quadrat ist eben echt abschätzbar nach unten durch n log n. Es sind zwei verschiedene Asymptotiken, n log n und n Quadrat. Haben wir uns öfters mit aufgehalten, brauchen wir nicht dazu was weiter zu sagen. Und ich denke, es ist hilfreich, das denken auch einige Tutoren, mit denen ich das Thema diskutiert hatte, das mal diese Matrix vor Augen zu führen. Ja? Diese Landau-Symbole nach oben abschätzbar, nach unten abschätzbar, haben nichts mit den drei Fällen zu tun, sondern sind orthogonal dazu, jedes miteinander kombinierbar. Sie haben den schlimmsten Fall und Sie haben den besten Fall. Und dann gucken wir uns noch mal ganz kurz den Durchschnittsfall an, aber im Wesentlichen gucken wir uns den besten Fall und hier oben der schlimmste Fall und der beste Fall an. Denken Sie beispielsweise zurück ganz an den Anfang des Semesters Finden eines Elementes in einer linearen Liste. Ja, Sie haben eine lineare Liste gegeben mit 1 Milliarde, mit 2 Milliarden, 3 Milliarden Elementen. Und Sie wollen einen bestimmten Schlüsselwert darin finden. Wenn Sie Glück haben, das ist der Best Case. Wenn Sie Glück haben, dann ist gerade das erste oder zweite Element das, was Sie suchen. Das heißt, in konstanter Zeit sind Sie fertig. Wenn Sie Pech haben, müssen Sie die ganze Liste oder vielleicht 50% der Liste oder 70% der Liste durchsuchen. Im schlimmsten Fall haben Sie linearen Aufwand. Ja, dieser einfache Algorithmus ist schon ein Beispiel dafür. Und das können Sie genauso gut, muss nicht lineare Liste sein, das können Sie genauso gut im Array sich angucken,
von links nach rechts durch ein Array durchgucken und feststellen, ob ein bestimmtes Element, das Sie suchen, drin ist oder nicht. Im besten Fall ist das in konstanter Zeit Theta von 1. Und wenn es Theta von 1 ist, ist es natürlich erst recht O von 1 und Omega von 1. Im schlechtesten Fall müssen Sie die ganze Liste durchsuchen und haben dann eben Theta von n, n gleich Listenlänge, und das ist natürlich auch gleich O von n und Omega von n. Ja, also in dem Fall, den ich eben genannt habe, sind wir im besten Fall in Theta von 1 und im schlechtesten Fall im Theta von n. Machen Sie sich das klar? Wenn Sie von der Asymptotik sprechen, dann sprechen Sie immer von einem dieser Fälle, und Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie diese Asymptotik beschreiben können. Wenn Sie es exakt beschreiben können, wie wir das bisher in der AOD im Wesentlichen hatten, dann können Sie Theta angeben. Das ist die exakte Asymptotik. Wenn Sie die genaue Asymptotik der Laufzeit nur nach oben abschätzen können, dann müssen Sie ein O ansetzen. Wenn Sie es nach unten abschätzen können, ein Omega. Wir hatten das Omega beispielsweise, wenn Sie sich erinnern, sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen ist als Problemstellung in Omega von n log n. Das heißt, jeder Algorithmus, den Sie sich in diesem Universum auf unseren Maschinenmodellen vorstellen können, hat eine Komplexität von Omega von n log n. Dazu gehört Merge Sort, der hat sogar Theta von n log n, das ist seine exakte Asymptotik. Dazu gehören aber auch Bubble Sort und Selection Sort, die haben eine Asymptotik, die wir beschreiben können als Theta n Quadrat, was auch bedeutet Omega von n log n, nach unten beschränkt durch n log n. Ja, machen Sie sich diese Matrix klar, machen Sie sich klar, dass das, was viele Leute haben wir gesehen, und das ist auch ganz natürlich, haben so eine gewisse Fehlkonzeption erworben, dass hier ist der Best Case oder der Worst Case, das ist der Best Case, und Theta, ja, weiß ich nicht, Average Case oder was, das passt nicht zusammen. Nochmal der Average Case, auf den gehen wir hier nicht so großartig ein. Nehmen wir nochmal das Beispiel Sortieren. In einer linearen Liste oder in einem Array, ist egal. Die Sortieralgorithmen, die Sie kennen, Quicksort beispielsweise, was heißt Average Case? Average Case heißt zunächst einmal, wir müssen uns Gedanken darum machen, wir haben nicht mehr den allgemeinen Fall. Wir haben einen konkreten Anwendungsfall. Wir haben eine konkrete Anwendungssituation, wo wir konkrete Sequenzen haben, die wir sortieren wollen. Und diese Sequenzen haben ein bestimmtes Profil, was sich in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken lässt. Das hatte ich seinerzeit angesprochen. Es gibt viele, viele Anwendungsfälle, in denen die Daten, die Sie sortieren sollen, schon zum Großteil vorsortiert sind. Ja, das können Sie sich so vorstellen, von einem Element zum nächsten wird größer, wird größer, wird größer, wird größer, wird mal wieder kleiner, wird größer, wird größer, wird mal wieder kleiner. Und so in dieser Form, es sind viele Anwendungsfälle, in denen das der Fall ist. Die durchschnittliche Komplexität, das durchschnittliche Laufzeitverhalten von so einem Algorithmus wie beispielsweise Quicksort ist natürlich oder potenziell auf diese Art von Daten eine ganz andere, als wenn Sie zum Beispiel einen Anwendungsfall haben, wo wirklich jede mögliche Sequenz mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten könnte. Ja, es sind völlig verschiedene asymptotische Komplexitäten, die bei rauskommen. Im Durchschnitt, also was heißt im Durchschnitt? Na, Sie lassen auf eine Million von Datensätzen aus diesem Anwendungsfall Quicksort laufen und stellen im Durchschnitt in dem Anwendungsfall mit diesem Datenprofil was anderes fest als Ergebnis als da.
Das werden wir uns, den Average Case, den muss man in so einer Veranstaltung wie AOD dazu erwähnen, der gehört dazu, der gehört zum Allgemeinwissen und der wird sicherlich auch nochmal später in anderen Lehrveranstaltungen aufgeworfen. Aber hier für uns ist das eigentlich nur nachrichtlich. Ich habe alle Themen der AOD, die sich mit Average Case beschäftigen, rausgenommen aus dem Stoff. Halte ich jetzt nicht für so wichtig, dass man da Zeit für investiert und aller Erfahrung nach sind das auch Themen, die nicht so leicht im zweiten Fachsemester zu verstehen sind. Also nehmen Sie hier einfach nur mit raus, der Average Case, es gibt den Worst Case und es gibt den Best Case für den Algorithmus. Ja, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man ganz großes Pech hat, oder das Beste, was einem passieren kann, wenn man ganz großes Glück hat. Den Average Case in diesem Sinne gibt es nicht, sondern je nach konkreter Datenlage, je nach konkreter Datensituation, nach konkreter Annahme, wie wahrscheinlich die einzelnen Inputs sind. Ja, nehmen Sie jetzt diesen Fall nochmal her, den ich gesagt hatte, mit dem Sortieren. Wenn Sie von der Situation ausgehen, dass jede einzelne Sequenz gleich wahrscheinlich ist, dann ist es fast unmöglich, extrem unwahrscheinlich, dass Sie so eine halbwegs vorsortierte Sequenz dabei bekommen. Wie ich eben sagte, größer, 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 mal wieder kleiner, größer, größer, mal wieder kleiner. Und umgekehrt, wenn Sie dieses Datenprofil haben, dass die Daten fast vorsortiert sind, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass Sie ein völlig so durchmischtes, völlig zufällige Sequenz reinbekommen. Gut, das wollte ich nur noch mal geklärt haben. Wenn Sie an dieser Stelle keine spontanen Fragen haben, dann würde ich diesen Punkt beenden und ich würde gerne zum Thema vollständige Induktion allgemein kommen. Wir wissen, war uns schon vorher klar, dass das ein Thema ist, was Schwierigkeiten macht, aber wir haben dann doch noch mal, so wie es aussieht, die Schwierigkeiten ein bisschen unterschätzt. Und da das ganze Thema selbstverständlich, da das eine Grundkompetenz der AOD ist und dementsprechend selbstverständlich auch in der Klausur zu thematisieren ist, werde ich hier nochmal kurz drauf eingehen. Dieses Beispiel sollten Sie kennen aus der Mathematik. Wenn Sie es nicht kennen, wenn Sie die Mathematik noch nicht gehört haben oder erfolgreich verdrängt haben, ist es auch nicht weiter schlimm. Vielleicht haben Sie es sogar in der Schule gesehen. Ich finde, vielleicht eine Vorbemerkung, ich finde es fatal, wie in Lehrbüchern, in der Informatik, in Algorithmen und Datenstrukturen, auch in der Mathematik, wie mit vollständiger Induktion umgegangen wird. Ja? Wie, dass das Ganze nicht wirklich ausführlich geschrieben wird, sondern dann angefangen wird, so wischiwaschi das zu machen. Ja, ich kenne Lehrbücher über Algorithmen und Datenstrukturen, die ganzen Korrektheitsbeweise bringen, so wie bei mir hier ja auch, und wo Sie im Index hinten das Wort vollständige Induktion oder Induktion nicht finden. Ja, wo jeder einzelne Korrektheitsbeweis gebracht wurde und wo bei keinem einzigen dieser Korrektheitsbeweise erwähnt wurde, das ist jetzt eine vollständige Induktion. Das ist für eine Zielgruppe, zu der ich gehöre, natürlich kein Problem. Ja, aber Zielgruppe Zweitsemester sieht die Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Deshalb lege ich an dieser Stelle sehr viel Wert, auch in der Klausur, darauf, dass die Dinge nicht wischiwaschi irgendwie hingehuscht werden, sondern ordentlich gemacht werden. So, hier sehen Sie jetzt, also das Ganze ist natürlich etwas länger, sehen Sie jetzt ein einfaches erstes Beispiel für vollständige Induktion aus der Mathematik. Sie wollen i gleich 1 bis n die ersten Zahlen aufsummieren und die Behauptung ist, dass dieser Term hier die Summe darstellt. Für jede natürliche Zahl n größer gleich 0. Sie sehen, wir summieren von 1 bis n auf und die Behauptung ist, auch für 0 gilt dieser Ausdruck. Jetzt machen wir uns aber erst einmal ein wichtiger Punkt, der leider in Beschreibungen für vollständige Induktion
sehr häufig gar nicht erwähnt wird. In diesem Fall vielleicht zu Recht, weil es offensichtlich ist, weil es keinen anderen Kandidaten gibt. Aber bei unseren Anwendungen ist das nicht immer offensichtlich. Wenn wir vollständige Funktionen, einen Beweis über vollständige Funktionen führen, dann brauchen wir immer einen ganzzahligen, einen natürlichzahligen Parameter, der über den die Induktion geht. Vollständige Induktion ist ein Beweisprinzip über natürliche Zahlen und über nichts sonst. Punkt. Also brauchen wir einen Parameter, der eine natürliche Zahl ist. Das ist in diesem Fall ganz einfach zu sehen. Das ist n. Wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wo es nicht sofort selbstverständlich ist, was wir da als Parameter sehen. So, Induktionsanfang. Vollständige Induktion besteht aus Induktionsanfang und Induktionsschritt. Induktionsanfang ist, Sie sehen, n größer gleich 0. Dafür gilt die Behauptung. Das heißt, der Induktionsparameter muss auch über n größer gleich 0 gehen. Das heißt, Induktionsanfang ist bei n gleich 0. Was steht hier? Hier steht die leere Summe auf der linken Seite. I gleich 1 bis 0. Und hier steht der Ausdruck 0. N ist 0, also ist das Ganze 0. Die Summe von 1 bis 0 ist in der Mathematik definiert, und Sie sehen hier auch, dass das eine gute Definition ist, ist definiert, die Summe über die leere Menge ist definiert als 0. Und das passt wunderbar zusammen, dieser Ausdruck rechter Hand ist 0. So, Induktionsschritt, also es ist immer Induktionsanfang und Induktionsschritt. Machen wir uns klar, was die Induktionsvoraussetzung immer ist. Ja? Das wird häufig unterschlagen, zu Recht, weil es redundant ist. Es ist einfach die Induktionsbehauptung für die Fälle, in denen wir die Gültigkeit schon voraussetzen können. Also die Induktionsvoraussetzung ist, für alle m, die kleiner als n sind, natürlich weiterhin größer gleich 0, wir sind nur in Bereichen größer gleich 0, für alle m, die kleiner als n sind, nehmen wir als gegeben an, das ist die Voraussetzung, nehmen wir als gegeben an, dass diese Gleichung gilt, dass das, was wir beweisen wollen, gilt. Ja, oft wird es so gesagt, naja, für n minus 1, für die nächstkleinere Zahl, gilt die Gleichung, das nehmen wir an. Aber oft genug braucht man mehr als nur, dass es für n minus 1 gilt. Oft genug braucht man, dass es für alle kleineren Zahlen gilt. Und es spricht nichts dagegen, immer als Induktionsvoraussetzung anzunehmen, für alle m kleiner n gilt das, was wir beweisen wollen, schon. So, und jetzt kommt der Induktionsschritt. Machen wir uns klar, wofür der Induktionsschritt da ist? Naja, Induktionsanfang war n gleich 0, das heißt, der Induktionsschritt ist da für alle anderen n, für n größer 1. Und ich habe hier nochmal deutlich etwas geschrieben, was auch nicht unbedingt, mit dem Highlighting ist das in PDF immer so eine Sache, was hier, ja, Sie sehen da plötzlich da oben Highlight, was normalerweise auch nicht erwähnt ist, aber was für Verständnis sehr, sehr wichtig ist. Im Induktionsschritt müssen Sie immer die gegebene Situation, wie sie da ist, hernehmen und so umbasteln, dass die Induktionsvoraussetzung anwendbar ist. Was machen wir? In diesem Fall nehmen wir die Situation her, so wie sie ist, auf der linken Seite diese Summe, und zerlegen die so, dass wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können, nämlich die Summe bis n minus 1. Und das Ganze natürlich noch plus n. Diesen einen Summanden haben wir in dieser Summe jetzt nicht mehr drin. So, jetzt sind wir in der Situation, dass wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Also, das, was wir linke Hand haben, das schreiben wir einfach hier runter. Also das ist auch noch etwas, was, glaube ich, hilfreich ist zum Verständnis, dass ich nicht einfach dann schreibe, dieser Term ist dann gleich so und so, sondern dass ich die linke Seite mit runternehme und die rechte Seite mit runternehme in die nächste Gleichung. Nur, dass die rechte Seite jetzt verändert worden ist. Anwendung der Induktionsvoraussetzung. Die Induktionsvoraussetzung hierauf angewendet ergibt diesen Ausdruck.
So, und jetzt können wir einfach nur noch rechnen. Jetzt brauchen wir nur noch rechnen. Nachdem wir die Induktionsvoraussetzung angewandt haben, müssen wir nur noch gucken, dass wir das Ganze heimbringen. Linke Seite bleibt. So, und jetzt fangen wir an, hier zu rechnen. Diesen Term oben multipliziere ich einfach mal aus. Und es ist immer sinnvoll, wenn Sie zwei Brüche addieren, beide auf denselben Nenner zu bringen. Das heißt, hier bringe ich die n auf denselben Nenner und dann sehen Sie schon, wenn man das zusammenfasst, kommt das dabei raus und jetzt klammere ich wieder aus und dann kommt das Ergebnis raus. Ja, dieses Beispiel habe ich nicht gebracht, um Sie davon zu überzeugen, dass die Summe i gleich 1 bis n dieser Ausdruck ist, sondern dieses Beispiel habe ich gebracht als ersten Einstieg, damit Sie sehen, was alles hinter einer vollständigen Induktion steckt, wenn man sich alles mal bewusst macht und nichts dabei wischiwaschi macht. Fragen an dieser Stelle? Also, wie immer, Sie können natürlich auch später Fragen im Forum oder sonst wie auf sonstigen Kanälen stellen, wenn Ihnen später eine Frage kommt oder wenn Sie Ihre Frage jetzt nicht stellen wollen. Bitte? Okay. Die Frage war, ob Sie, also es bezieht sich sicherlich auf die Klausur, ob Sie in der Ausformulierung so präzise sein müssen. Umgekehrt, ich stelle präzise Fragen. Das könnte zum Beispiel sein, nennen Sie die Induktionsvoraussetzung oder nennen Sie die Induktionsbehauptung oder führen Sie den Induktionsschritt durch und für volle Punktzahl müssen Sie die Rolle der Induktionsvoraussetzung genau formulieren. Ja? So rum wird ein Schuh draus. Sie werden keinen Beweis. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie das Schema dann in der Klausur im Kopf haben. So, Sie sollen das und das beweisen und jetzt müssen Sie daran denken, aha, daran muss ich denken, daran muss ich denken, daran muss ich denken. Nein, ich stelle präzise Fragen. Das heißt, es reicht, wenn Sie müssen das Schema so, wie es ist, nicht im Kopf haben, Sie müssen es verstanden haben. Weitere Fragen an dieser Stelle? Gut, dann nehme ich ein nächstes Beispiel her. Aus dem Bereich der AUD. Passt das? Vielleicht kann man es ein bisschen größer machen und dann kann ich das so ein bisschen auf beiden Seiten überlappen. So, Anzahl der Kanten in einem ungerichteten Baum. Sie wissen, was ungerichtete Bäume sind. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz durch, damit Sie noch ein Bild vor Augen haben, falls Sie momentan das Bild nicht präsent haben. Irgendwie so eine Sache. Sie erinnern sich an minimal spannende Bäume. Sie haben Knoten und Kanten. Das ist ein ungerichteter Graph. Er ist zusammenhängend. Kann natürlich auch einen Grad größer als 3 haben. So können da noch mehr dran sein. So. Irgendwie so ein Gebilde zusammenhängend und zirkelfrei. Ungerichtet. So, davon reden wir hier. So. Die Induktionsbehauptung, das, was wir beweisen wollen, ist, wenn Sie einen ungerichteten Baum haben, also den leeren Baum nehmen wir jetzt nicht hinzu, wenn der keine Knoten, keine Kanten hat, wenn Sie einen ungerichteten Baum mit n größer gleich 1 Knoten haben, mit einer beliebigen Knotenzahl, dann ist die Anzahl der Kanten, also machen Sie sich klar, was das heißt. Sie können einen Baum zeichnen, wie Sie wollen. Mit einer Million Knoten, mit entsprechenden Kanten. Egal, wie Sie diesen Baum zeichnen. Sie kommen nicht aus dieser Falle heraus. Die Anzahl der Kanten, die Sie gezeichnet haben, ist genau 1 weniger als die Anzahl der Knoten. Gehen wir hier kurz am Beispiel durch. Wie viele Knoten haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anzahl Kanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hä? Moment. Irgendwas ist verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ist natürlich nicht verkehrt. Das wäre ja noch das Beste, wenn wir hier in der Vorlesung einen seit Jahrhunderten bekannten Satz über den Haufen schmeißen würden mit so einem einfachen Beispiel. So, die Induktionsbehauptung, das, was wir beweisen wollen, jeder ungerichtete Baum hat n-1 Kanten. So, was ist der Induktionsparameter?
Ist erstmal nicht klar, was der Induktionsparameter sein soll. Es könnte die Anzahl der Knoten sein, es könnte die Anzahl der Kanten sein. Zielführend ist die Anzahl der Knoten. N größer gleich 1. Gut, das ist sicherlich unsere erste Wahl gewesen, was wir uns anschauen als Induktion, als möglichen Induktionsparameter, weil das ja schon hier in der Induktionsbehauptung steht. So, wie sieht der Induktionsanfang aus? Ein Baum mit einem Knoten? Ja, wie sieht ein Baum mit einem Knoten aus? Den male ich noch hier auf dieselbe Seite. Ein Baum mit einem Knoten sieht genau so aus. Ein Knoten, null Kanten. Passt. Genau eine Kante weniger, als wir Knoten haben. Induktionsanfang ist wie meistens, nicht immer, aber meistens sehr einfach. So, machen wir uns wieder die Induktionsvoraussetzung klar. Für jeden kleineren Baum, wenn ich mir den Fall n ansehe, für jede kleinere mögliche Zahl m kleiner n, nehmen wir an, dass diese Aussage gilt. Was ist die Aussage? Die Aussage ist, dass wenn wir m Knoten haben, dass dann m-1 Kanten in diesem Baum drin sind. So, wie sieht jetzt der Induktionsschritt aus? Der interessante Punkt ist wieder derselbe. Wir müssen zu einer Situation kommen, in der wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Wie kommen wir dahin? Hier wieder ein Beispiel. Wir bleiben noch bei diesem Beispiel. Also hier bei dem großen, wir nehmen jetzt wieder diesen großen Baum her. Kann ich den mal kurz einkringeln irgendwie? Na gut, ich kringel den jetzt mit Schwarz ein, obwohl ich es eigentlich anders haben wollte. So, jetzt brauche ich aber definitiv eine andere Farbe. Ja, hätte ich die Farbe umschalten sollen. Was machen wir? Wir nehmen uns... das ist keine gute Farbe, das sieht man ja kaum. Nehme ich das hier? Ich sollte die Strichdicke erhöhen. So vielleicht, so. So, wir nehmen uns diesen Kante und diesen Knoten her. Und denken Sie sich diesen Kante und diesen Knoten weg. Das Ergebnis ist wieder ein Baum. Ein Baum mit einem Knoten weniger und einer Kante weniger. Also ist die Induktionsvoraussetzung auf diesen Baum anwendbar, wenn Sie sich den roten Knoten und die rote Kante wegdenken und nur das, was noch schwarzes Gerippe da ist, noch als Baum denken. So. Sei T ein Baum mit n Knoten. Es macht oft Sinn, also Sie machen sich oft das Leben schwer, wenn Sie die Dinge, mit denen Sie darum hantieren, nicht benennen. Ja, oft macht man sich das Leben einfacher, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man dem einfach einen Namen gibt. T wie Tree, das ist der Baum, für den ich beweisen will, stellvertretend für alle anderen Bäume mit diesen n Knoten, stellvertretend beweisen will, dass dieser Baum n-1 Kanten hat. So, auch hier wieder formuliere ich das etwas aus, was normalerweise nicht ausformuliert wird zur Anwendung der Induktionsvoraussetzung. Nehmen wir uns ein Blatt V her, also das hier ist unser V. Jetzt sollte ich versuchen, da wieder umzuschalten, die Farbe und die Strichdecke. So, also das hier ist unser Knoten V in diesem Beweis. So, wir nehmen uns ein Blatt her. Das lassen wir noch mal kurz außen vor, warum dieses Blatt eigentlich existiert. Und wir nehmen uns den Baum T', der als T entsteht, indem das Blatt V und die einzige zuvor inzidente Kante entfernt werden. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Alles, was Sie hier noch als Gerippe sehen, wenn man den roten Knoten V und die rote Kante wegnimmt, das ist der Baum T'. Ein Knoten weniger. So. Dann hat dieser Baum T' genau einen Knoten weniger, und wir können die Induktionsvoraussetzung anwenden. N-1 Knoten bedeutet N-2 Kanten. So, wir sind von T nach T' gekommen, indem wir einen Knoten und eine Kante rausgeschmissen haben. Das heißt,
T hat eine Kante mehr als T'. T' hat n-2 Kanten nach Induktionsvoraussetzung. T hat n Kanten nach Induktionsvoraussetzung. So, jetzt noch der Punkt. Das ist im Prinzip schon der Induktionsbeweis, aber jetzt noch der Punkt. Ich habe hier einfach diesen Knoten, dieses Blatt hergenommen. Und das funktioniert natürlich nur mit einem Blatt. Ja, stellen Sie sich vor, ich hatte stattdessen hier diesen Knoten weggenommen. Ja. Wenn ich den wegnehme mit seinen Kanten, habe ich erstens mal eine unkontrollierte Zahl von Kanten weggenommen. Nicht so wie hier genau bei einem Blatt genau eine Kante, sondern eben in diesem Beispiel 4. Und das Ergebnis wäre gar kein Baum gewesen, denn ja, das zerfällt ja in mehrere Teilbäume. Ja. Also hätte nicht funktioniert. Es muss unbedingt ein Blatt sein. Es geht nicht anders, als dass ich ein Blatt hernehme. Und da stellt die Frage, in diesem Beispiel ist offensichtlich, dass es da Blätter gibt. Gilt das immer? Und die Aussage ist ja. Und das kann man mit einem ganz einfachen Trick beweisen. Die Hilfsbehauptung, die wir hier benutzen ist, die wir hier unter beweisen wollen, ist, jeder ungerichtete Baum hat mindestens 2 Blätter. Ja, stimmt nicht ganz. Ha. Ich habe hier noch einen kleinen Fehler drin. Natürlich gilt das nur für Bäume mit mindestens 2 Knoten. Der Baum, der aus einem Knoten besteht, hat natürlich nicht 2 Blätter, sondern der Baum, der aus einem Knoten besteht, hat nur ein Blatt, nämlich diesen einen Knoten. Das ist noch nicht hochgeladen, weil ich habe das auch noch nie ausprobiert, hier diesen Text in der Lehrveranstaltung. Den müssen Sie, also da muss ich nochmal nachkorrigieren, das stimmt an dieser Stelle noch nicht ganz. So. Wie können wir beweisen, dass ein Baum mindestens ein Blatt hat und jeder Baum, der mehr als einen Knoten hat, mindestens 2 Blätter? Auch hier wieder, Sie sehen noch einen kleinen Fehler, klein t muss groß t sein. Auch hier wieder ist es gut, die Dinge zu benennen, mit denen man arbeiten will. N ist die Anzahl der Knoten, die dieser Baum hat. Hier benutze ich jetzt die Zykelfreiheit des Baums. Also es ist eine Aussage, die in einem Baum mit die in einem ungerichteten Graphen mit Zyklen gar nicht gilt. Ich benutze hier, dass der Graph zykelfrei ist. Das heißt also, egal was für Pfade ich durch diesen Baum durchziehe, ja, egal wie ich hier durch diesen Baum auf einem Pfad von irgendeinem Knoten zu irgendeinem anderen gehe, das ist zykelfrei. Woher soll der Zykel auf dem Pfad auch kommen, wenn der ganze Graph zykelfrei ist? Und wenn die Pfade zykelfrei sind, können sie ja jeden Knoten nur maximal einmal durchlaufen und können daher nur maximal n-1 Kanten haben. Und der entscheidende Punkt ist, dass die Pfadlängen, ja, wenn Sie sich die Gesamtheit aller Pfade in diesem Baum ansehen, dann ist die Pfadlänge nach oben durch n-1 beschränkt. Ja? Das heißt, die allerlängste Pfadlänge ist endlich, ist höchstens n-1, ja, weil es keine Zykel gibt. So, was ist denn jetzt hier ein längster Pfad? Wo ist denn hier ein längster Pfad? Das dürfte zum Beispiel der Pfad von hier nach hier sein, nicht? Malen wir den mal ein. Was ist da noch für eine vernünftige Farbe, die sich absetzt von dem? Was setzt sich da vernünftig ab? Grün, versuchen wir mal mit Grün. Und vielleicht auch wieder mit einer größeren Strichdicke. So, dann haben wir als längsten Pfad, als einen von zwei längsten Pfaden diesen hier. Und weil das ein längster Pfad ist, muss er in zwei Blättern enden auf beiden Seiten. Ja? Wenn das kein Blatt wäre, wenn es noch eine weitere Kante abgeht, dann hätte man die weitere Kante nehmen können und wir hätten einen etwas längeren Pfad gehabt. Das ist das Argument, warum man in jedem Baum mindestens ein Blatt haben muss. Ja, eine Aussage über jeden Baum, auch mit Bäumen, die 1 Milliarde Knoten haben und so weiter. Beide Endpunkte eines längsten Pfades müssen Blätter sein. So,
Jetzt kommen wir noch zu einem dritten Beweis, der möglicherweise etwas erstaunlich ist. Schauen Sie sich diesen Satz an. Wir stellen diesen Satz auf. Das habe ich meinerseits in meinem Studium von einem Assistenten, hat er das an der Tafel, damals hat man noch mit Tafeln gearbeitet, hat er das, diesen Beweis an der Tafel vorgemacht. Der Satz, ganz normaler mathematischer Satz, alle Murmeln auf der Welt haben dieselbe Farbe. Und das beweisen wir jetzt mit vollständiger Induktion, diesen Satz. Beweis durch vollständige Induktion. So, damit wir einen Induktionsparameter haben können, müssen wir uns genau überlegen, wie denn die Induktionsbehauptung aussieht. Da muss ja der Induktionsparameter drinstecken. Und die Induktionsbehauptung, mit der wir sicherlich dann diesen Satz beweisen, wenn wir die Induktionsbehauptung bewiesen haben, die Induktionsbehauptung ist, wenn wir uns irgendeine nicht leere endliche Menge von Murmeln hernehmen, dann wird behauptet, dass alle Murmeln in dieser endlichen Menge dieselbe Farbe haben. Nicht? Wenn wir das bewiesen haben für alle Mengen von Murmeln, gilt, dass alle Murmeln in dieser Menge dieselbe Farbe haben, dann haben wir insbesondere bewiesen, dass alle Murmeln auf dieser Welt dieselbe Farbe haben. So, wollen wir das jetzt beweisen? Ne? Der Induktionsparameter, den haben... Gibt es Fragen da oben? Wir haben das, die Induktionsbehauptung so formuliert, also den Satz umformuliert in der Induktionsbehauptung, damit wir einen Induktionsparameter haben, nämlich die Kardinalität dieser Menge, mit der wir hier umgehen. Menge von Murmeln. So, Induktionsanfang, n gleich 1. Sie nehmen sich also eine beliebige, einelementige Murmelmenge vor. Sie nehmen sich also eine beliebige, einelementige Murmelmenge vor und, naja, da ist nichts zu zeigen. Alle Murmeln in dieser einelementigen Menge haben gleiche Farbe. Induktionsvoraussetzung. Wir nehmen uns also eine Kardinalität n größer 1 vor. Für n gleich 1 haben wir den Induktionsanfang, n größer 1. Und wir nehmen an, dass für jede endliche nichtleere Menge mit kleinerer Kardinalität, dass dafür die Aussage gilt. Nämlich, dass für jede kleinere Menge mit geringerer Kardinalität gilt die Aussage, dass alle Murmeln in M dieselbe Farbe haben. So, und jetzt kommt der Induktionsschritt. Wir nehmen uns wie immer also stellvertretend für alle Mengen der von Murmeln mit Kardinalität n größer 1, größer 1, weil Induktionsanfang gleich 1 war. Für stellvertretend für alle Mengen nehmen wir uns irgendeine Menge m her und wollen beweisen, dass alle Murmeln da drin dieselbe Farbe haben. So. Wir haben jetzt also diese Murmelmenge. Ja? Machen wir eine neue Seite auf. Add Page. So. Und das ist unsere Menge M. Naja gut, jetzt grün, ist egal. Das ist unsere Menge M von Murmeln mit Kardinalität größer 1. Und wir haben jetzt irgendwo eine Murmel M1 und irgendwo eine Murmel M2. Und wenn wir M1 wegnehmen, dann haben wir eine Murmelmenge mit geringerer Kardinalität, auf die wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Und wenn wir M2 hernehmen, dann haben wir genauso eine Murmelmenge von geringerer Kardinalität, auf die wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Und das Ganze geht dann durch, so ganz durch. Es gibt zwei verschiedene Murmeln, M1 und M2, die habe ich eben gezeigt, in M ohne M1, darauf können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden, in M ohne M2 können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden und wenn Sie sich das mal angucken, vielleicht eine andere Farbe, vielleicht passt jetzt mal das Gelb, ja. Ohne M1
ist die eine Menge, wo M2 dabei ist. Und nehmen wir das helle Grün. Ohne M2 ist die andere Menge, wo M1 drin ist. Und Sie sehen ganz eindeutig, Gelb muss gleich Grün sein. Die beiden Farben dieser beiden Teilmengen müssen gleich sein. Und damit ist bewiesen, dass alle Murmeln in der Menge M dieselbe Farbe haben. So, damit haben Sie sicherlich Ihren ersten mathematischen Beweis heute gesehen, den Sie noch nicht, also der vielleicht ein wenig überraschend sein mag. Wollen wir es an dieser Stelle seinen Bewenden haben, und Sie können sich gerne überlegen, ob Sie diesen Satz glauben oder nicht. Und wenn Sie diesen Satz nicht glauben, dann können Sie sich gerne im Nachgang überlegen, was an diesem Beweis vielleicht nicht stimmen kann. Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren. Überlegen Sie im Nachgang, falls Sie es nicht sofort sehen. Also die Erfahrung ist, manche Leute sehen es sofort, andere Leute müssen darüber ernsthaft nachdenken. Es gibt auch Leute, die kommen nicht ohne Hilfen drauf. Überlegen Sie sich das, und wenn Sie nicht ohne Hilfen drauf kommen, dann stellen Sie Frage im Forum oder anderweitig. Gut. So. Jetzt kommen wir nach diesem Vorgeplänkel, kommen wir jetzt zum Thema Klausur. Wie Ihnen dort die Vollständigungszone überhaupt Korrektheit begegnen wird. Sie bekommen in der Aufgabe 7 ein Java-Code. Ja, dazu steht ein paar Kommentare in dem Klausurblatt mit Lücken. Ich habe hier selbstverständlich ein völlig anders gelagertes Beispiel genommen. Ich sage natürlich auch nicht, in welchem Sinne das anders gelagert ist. So, Sie kriegen hier einen Array in diese Methode und liefern vom Komponententyp einen Wert zurück, nämlich eine bestimmte Komponente. Also einen Wert, der in diesem Array drin ist, und der Name sagt schon hoffentlich, worum es da geht. Sie haben in so einem Array gradzahlige und ungradzahlige Positionen. Und es soll eine Komponente rausgegeben werden, die auf einer gradzahligen Position ist, und unter allen, die auf einer gradzahligen Position sind, soll das zweitgrößte Element rausgegeben werden. Also ich habe es mit Absicht ein bisschen komplizierter gemacht als das, was einem typischerweise so begegnen wird an Operationen auf Arrays dieser Art, also an Operationen dieser Art, einfach um ein paar Sachen daran gut zeigen zu können. Das ist hier unsere erste Implementation. Können Sie das gut lesen? Ist das groß genug oder soll ich es ein bisschen vergrößern? Ist okay, ja? So, die Idee ist, Sie schleppen zwei Werte mit sich. Ja, Sie sollen das zweitgrößte Element zurückliefern, und es ist natürlich geschickt, immer auch das größte bisher gesehene und das zweitgrößte bisher gesehene mitzuschleppen. Und Sie schleppen und Sie initialisieren die beiden wieder so, wie wir das gelernt haben, mit dem neutralen Wert der Maximumsbildung in diesem Fall, und das ist minus unendlich. Bei ganzzahligen Datentypen in Java haben Sie kein minus unendlich, nur bei Float und Double haben Sie minus unendlich, aber Sie haben einen minimalen darstellbaren Wert, und so wird das initialisiert. So, was machen wir hier? Wir gehen eine Schleife durch. Uns interessieren nur die gradzahligen Positionen. Das heißt, wir fangen an mit der ersten gradzahligen Position, das ist die 0, und gehen nur sämtliche gradzahligen Positionen durch, und wie immer nur alle gradzahligen Positionen, die tatsächlich auch im Array drin sind, so wie wir auf eine gerade Zahl i stoßen, die nicht mehr im Index-Bereich des Arrays drin ist, hört das Ganze auf.
So, jetzt müssen wir in diesem Algorithmus zwei Fälle unterscheiden. Der erste Fall ist, wenn wir ein Element finden, das größer ist als unser bisher größtes Gesehenes, dann müssen wir den Dann müssen wir die, dann müssen wir zwei Sachen machen. Wir müssen natürlich wird das unser neues, größtes gesehenes Element, aber auch beim zweitgrößten bisher gesehenen muss sich etwas ändern, nämlich das größte, was wir bisher gesehen haben, ist ja in diesem Fall nur noch das zweitgrößte, muss also in zweitgrößte gespeichert werden. Das größte bisher gesehene ist jetzt nur noch das zweitgrößte gesehene und das größte gesehene ist ab jetzt dieser Wert. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, dass zwar der jetzt gesehene Wert kleiner als Max ist, also nicht größer als der größte gesehene Wert, aber größer als der bisher größte gesehene zweitgrößte Wert genau dazwischen ist, dann darf sich an der maximalen bisher gesehenen Wert nichts ändern, sondern nur an diesem Wert ändert sich etwas an dem zweitgrößten gesehenen Wert. Ja, und im dritten Fall, wenn AI noch kleiner ist oder wenn AI gleichzeitig Max oder Max ist, da soll nichts passieren. Und am Ende wird nur das zurückgeliefert, was wir da zurückliefern wollen, das zweitgrößte gesehene. Ja, Max ist nur eine Hilfsvariable, die wir benutzt haben, um den eigentlichen Wert korrekt zu berechnen. So, wie sieht das jetzt aus? Also Sie sehen, ich habe jetzt ein kleines Problem mit der Darstellung hier. Vielleicht kann man das noch ein kleines bisschen, dass es trotzdem noch lesbar bleibt. Ist die Schrift groß genug? Hoffe ich doch, oder? Gut. Wovon reden wir, wenn wir von Korrektheit von Algorithmen reden? Ja, auch hier wieder, Sie müssen sich nicht die Abfolge für die Klausur, nicht die Abfolge dieser einzelnen Rubriken irgendwie merken, sondern Sie werden gezielt gefragt, beispielsweise beschreiben Sie zulässigen Input oder beschreiben Sie Output oder so etwas. Was müssen Sie für den zulässigen Input beschreiben? Da bekommen Sie, wenn ich das in Moodle hochgeladen haben werde, Futur 2, da bekommen Sie dann natürlich diesen Kommentar. Und der sieht komplizierter aus, als es ist, weil Sie ja so Beispiele drin haben, die hoffentlich dem Verständnis helfen, worum es da eigentlich geht. Und dann muss man sich klar machen, was ein zulässiger Input hier ist. Also, eigentlich gibt es in diesem Fall nur eine Sache, die wir hier festhalten müssen, nämlich A verweist wirklich auf ein Array-Objekt, das heißt A ist ungleich 0. Also Sie sehen, man muss jetzt nicht so einen großen Sermon dahin schreiben, wie ich das da in Kommentarzeichen geschrieben habe, sondern alles, was an dieser Stelle wichtig ist, als für den Input, der einzige Input, wir haben noch einen Input in diesem Fall, das ist A und der soll ungleich 0 sein. Output, Beschreibung der Rückgabe, wir haben eine Rückgabe, hier ist es nicht void, das muss beschrieben sein. Und dann gegebenenfalls noch Seiteneffekte, ja, das darf man nicht vergessen. Diese Methode hier hat keine Seiteneffekte. Was sind Seiteneffekte? Seiteneffekte können zum Beispiel sein, dass wir den Inhalt dieses Arrays ändern, die Komponenten ändern. Zum Beispiel ein Sortieralgorithmus würde hier als Seiteneffekt, der würde gar nichts unbedingt zurückliefern, der wäre void, der würde als Seiteneffekt den Inhalt dieses Arrays ändern, indem er alle Komponenten hernimmt und anders permutiert. Seiteneffekte können auch sein, irgendwas auf dem Bildschirm zu schreiben, mit System.out.print oder auf den Drucker zu schicken oder eine E-Mail zu schicken oder so etwas. Ja? Alles Mögliche,
außer der Rückgabe sind Seiteneffekte. Seiteneffekte auf die Parameter, die da sind, oder Seiteneffekte auf irgendwelche globalen Variablen, wie zum Beispiel der Bildschirm, den man mit System Out ansprechen kann und so weiter. So, der einzige Output ist hier, die Rückgabe kann zum Beispiel beispielsweise so beschrieben werden: liefert true zurück genau dann, wenn bei einem Boolschen wir haben ja durchaus viele Boolsche-Methoden gesehen und Sie sehen auf dem Java-Übungsblatt auch einige Boolsche-Methoden. Das sind unverbindliche Vorschläge für Formulierungen, mit denen Sie sich das Leben leichter machen können. Sie müssen dem nicht folgen, aber wenn Sie bei einem Boolschen Output anders als so formulieren, auf eigene Gefahr, dass das, was Sie da geschrieben haben, auch bei Großzügigkeit noch akzeptabel ist. Oder Sie haben öfters mal, wenn wir etwas durchzählen wollen, liefert die Anzahl aller Werte zurück, die ungerade sind, oder liefert die Anzahl aller Werte im Array zurück, die größer als 10 sind, oder irgend so etwas. Oder, das ist hier vielleicht wichtiger, liefert das Element aus A zurück, das die und die Eigenschaft hat. Ja, wir haben hier diesen Fall, also liefert das Element A, liefert vielleicht so, liefert den Wert, den zweitgrößten Wert aus, immer benennen, ja, also Sie machen sich das Leben einfacher, aus A0, halt A0, sagen Sie mal, was ist denn hier, was will er denn hier nicht so? A0, A2, und so, machen wir so, A, A0, wir können es ja durchaus einfach machen, A2, A4 und so weiter zurück. Ah, sorry, ich muss hier mit den Steuerungstasten rumhantieren. So. Man könnte denken, damit ist man jetzt fertig. Aber das ist massiv unterspezifiziert. Was ist zum Beispiel, wenn das Array nur eine oder zwei Komponenten hat? Was ist dann der zweitgrößte Wert? Oder was ist, wenn alle Komponenten, wenn das Array vielleicht schon 1000 oder 1 Million Komponenten hat, aber alle haben den gleichen Wert, alle sind gleich 1. Was ist dann der zweitgrößte Wert? Liefert, da gucken wir hin, was passiert denn in dem Fall? Naja, in dem Fall wird das zurückgeliefert. Long Punkt min value zurück, falls alle diese Komponenten denselben Wert haben. Ja, das ist nicht selbstverständlich, ja, diese Randfälle. Es gibt unendlich viel Software, die für alle Fälle funktionieren, nur nicht für den Randfall, nur nicht für den Fall 0 oder 1 oder so etwas, aber für die großen Fälle funktioniert es. Ja, immer auf die Randfälle achten, auch bei der Spezifikation von Input, in dem Fall war es ziemlich egal, aber jetzt hier im Output, der Randfall ist der, dass wir keinen zweitgrößten Wert überhaupt haben in dem ganzen Array. Ja, jetzt ist es, denke ich, ausreichend spezifiziert. Hier, das könnte man natürlich auch irgendwie formelhafter schreiben, a mal 2i für alle i aus dem und dem Bereich und so weiter. Vielleicht sollte man das genauer schreiben, auf allen Geraden
Indizes oder an allen geraden Indizes zurück. Ja? Man könnte das Ganze mathematisch exakt fassen an dieser Stelle, aber für die Verständlichkeit ist es, denke ich, ausreichend, dass man das so umschreibt, an allen geraden Indizes, vielleicht noch sicherheitshalber so, von A zurück. Das sollte, glaube ich, unmissverständlich sein, was der Wert ist. Ja, also Sie sehen, es gibt einiges zu beachten, wenn man einen Output einer Methode präzise fassen will. Denken Sie immer daran, der das dann liest, kann Sie nicht fragen, wie das gemeint ist. Und er kann auch nicht unbedingt in den Code hineinschauen, um zu sehen, wie das gemeint ist. Ja, wir haben eben in den Code reingeschaut, um zu sehen, ja, was passiert denn eigentlich, wenn es gar keine zwei verschiedene Werte gibt. Ja, aber das kann derjenige, der es dann liest, nicht sehen, und der steht dann wie ein Ochs vorm Scheunentor, wenn Sie es nicht genau geschrieben haben. Und entweder es fällt ihm gar nicht auf, dass da ein Problem ist, und dann wird er irgendwann vielleicht in das Problem hineinlaufen, wird irgendwelche merkwürdigen Ergebnisse liefern bei manchen Arrays, oder es fällt ihm auf, dass da eine Unterspezifizierung ist, und das Einzige, was er tun kann, ist dann mal rumspielen und gucken, was dann tatsächlich passiert. Das geht in diesem einfachen Fall noch, aber im Allgemeinen in komplexeren Fällen natürlich nicht mehr. Ich sehe, ich habe das Groß- und Kleinschreibung hier nicht richtig gemacht. So. Gut. Damit haben wir Input und Output, denke ich, ausreichend gut beschrieben. So, dass jemand, der weder den Code hat, noch Sie fragen kann, versteht, wie dieser Algorithmus, wie diese Methode tickt, was sie tatsächlich tut. So, jetzt kommen wir zu dem Kernstück. Auch hier wieder erst einmal Kommentar. Invariante gleich Induktionsbehauptung. Induktionsbehauptung haben Sie jetzt mehrfach gesehen. An drei Beispielen haben Sie Induktionsbehauptung gesehen. Das ist immer unsere Invariante, was wir hier beweisen wollen. So. Vorgeschlagen wird die Formulierung unmittelbar nach i größer gleich 0 Iterationen. Beziehungsweise im rekursiven Fall unmittelbar nach einem rekursiven Schritt ist das und das oder gilt das und das. Unverbindlich vorgeschlagen. Sie müssen sich nicht dran halten. Wenn Sie sich nicht dran halten, ist das auf eigene Gefahr. Wir werden versuchen, wenn Sie sich nicht dran halten, werden wir versuchen, das, was Sie geschrieben haben, so zu interpretieren, wie Sie es gemeint haben. Aber das hat natürlich Grenzen. Ja, wenn Sie etwas geschrieben haben, was man beim besten Willen nicht als äquivalent ansehen kann, dann gibt es entsprechende Punktabzüge. So, also wir haben eine Iteration unmittelbar nach i größer gleich 0 Iterationen. Ich möchte noch was Generelles sagen dazu. Dazu gab es auch schon kritische Anmerkungen dazu, dass wir die Fachbegrifflichkeiten hier exakt verwenden und auch so formelhafte Formulierungen. Ja? Denken Sie an Medizin oder denken Sie an Jura. Sie wollen, dass Ihr Mediziner, Ihr Arzt oder Ihr Rechtsanwalt natürlich die Fachterminologie und auch die formelhaften Formulierungen, die sich etabliert haben, korrekt verwendet. Denn das ist der Standard, auf dessen Basis Ihr Rechtsanwalt oder Ihr Mediziner, Ihr Arzt von anderen Rechtsanwälten und Medizinern oder vom Richter verstanden wird. Und Informatik ist nichts anderes. Nur, dass ich leider, muss ich sagen, unter den Studierenden Informatik das nicht so, noch sich so richtig noch nicht so richtig verbreitet hat, dass wir Informatik eine Profession sind, dass die Informatik eine Profession ist, genau so wie Medizin und Jura, in der es unabdingbar wichtig ist, dass man sich korrekt versteht, und dafür ist es wiederum unabdingbar wichtig, dass man die Fachterminologie und auch die formelhaften Formulierungen verwendet, die sich etabliert haben. Ja, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber im schlimmsten Fall, Sie müssen Missverständnisse vermeiden in der Kommunikation, und wie gesagt, man kann den anderen in der Regel nicht fragen, wie er es gemeint hat, was er geschrieben hat. Im allerschlimmsten Fall
kann da irgendeine Software schiefgehen, Tote produzieren oder Gott weiß was. So, unmittelbar nach i größer gleich 0 Iterationen. Wir haben zwei Variablen hier drin. Wir haben Max hier drin und wir haben Second Max hier drin. Und wir müssen über beide Variablen etwas aussagen in der Invariante. Wenn wir über eine der beiden Variablen nichts aussagen müssten, dann könnten wir diese Variable auch rausschmeißen. Wenn sie nicht für den Korrektheitsbeweis notwendig ist, ist sie auch nicht für den Algorithmus notwendig. Oder umgekehrt, alle Variablen, die für den Algorithmus, für seinen korrekten Lauf notwendig sind, sind auch für den Korrektheitsbeweis notwendig. So, was ist da? Ich mache das mal so. Max ist der größte Wert aus A0. Ich deute das mal wieder so ähnlich an. A2, Punkt, 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 bis AI. Max ist der größte Wert aus dem Bereich, den wir schon gesehen haben. Naja, Second Max. Was wird das wohl sein? Second Max ist der zweitgrößte. Denken Sie daran, hier Long Min Value beziehungsweise. Ja, wir müssen aufpassen. Beziehungsweise long.minValue, ja, wieder verkehrt geschrieben, falls für im Falle ab 0 funktioniert das ja. Gut. Second Max ist der größte Wert aus A0, A2 und so weiter bis AI, der kleiner als Max ist, beziehungsweise Long Min Value, falls es keinen solchen Wert gibt. Ja? Ist der größte Wert aus A0 bis AI, der kleiner als Max ist? Wir wollen ja den zweitgrößten Wert haben. Und wenn es einen solchen Wert nicht gibt, das ist wieder verkehrt geschrieben, so, wenn es einen solchen Wert nicht gibt, dann hat Second Max noch seinen initialen Wert. Und das ist das, was wir über als vollständig, das ist die Invariante, bitte. Ich verstehe nicht, warum wir bis AI und nicht bis A2i laufen, weil wir hier i immer um 2 erhöhen. Ach so, ja, Sie haben recht. Ah, danke, Sie haben mich hier vor einem Fehler beinahe bewahrt. Wenn Sie schneller gewesen wären, hätten Sie mich vor dem Fehler gewahrt, aber Sie haben voll und ganz recht. Max ist der größte Wert aus 2 mal j. So, nach j-Iteration ist der größte Wert aus diesem hier. Nicht? Das kommt der Sache näher. Sie haben recht. Und Second Max ist der größte Wert aus bis 2 mal j, der kleiner als Max ist, beziehungsweise Long Min Value, falls es keinen solchen Wert gibt. Ja, so Sie sehen, Live-Coding, oder in diesem Fall nicht Live-Coding, sondern Live-Rumbasteln, Live-Schreibseln, ist durchaus fehlerbehaftet. Das passiert. Das ist das Merkmal von Live, dass nicht alles perfekt läuft. Gut. Hier nochmal,
das Wort Variable umfasst fast auch komplexere, strukturierte Objekte. Ja? Wir hatten beim Algorithmus von Dijkstra beispielsweise oder beim Algorithmus von Prim hatten wir Priority Queues. Beim Algorithmus von Kruskal hatten wir eine komplexere Struktur zur Verwaltung von Mengen, Union-Find-Strukturen. Ja, das ist alles mit bei Variablen mitgemeint. Und sollte es über eine Variable nichts Relevantes zu sagen geben, dann sollte diese Variable eliminiert werden, weil sie für den Algorithmus nicht wichtig ist. Was aber im Allgemeinen nicht der Fall ist. Es ist eher umgekehrt so. Sie haben natürlich typischerweise eine Variable reingenommen, weil sie irgendwie intuitiv nach Bauchgefühl das Gefühl hatten, das ist jetzt wichtig. Diese Variable brauche ich. Das heißt also, wenn Sie über eine Variable nichts aussagen hier, dann müssen Sie darüber nachdenken, okay, es kann sein, dass diese Variable unwichtig ist, dass sie eliminiert werden kann. Aber im Regelfall ist das eher so, Sie müssen sich noch überlegen, das, was diese Variable Wichtiges, der wichtige Beitrag, den diese Variable leistet, das hier zu formulieren. Ja, wir haben hier diese Hilfsvariable und hier ist formuliert, was der Beitrag dieser Hilfsvariable Max für die Gesamtkorrektheit ist. So, der Induktionsparameter, naja, haben wir in diesem Fall J gleich 0, 1, 2 und so weiter. Formuliere ich jetzt auch einfach so, um anzudeuten, dass das alle ganzen Zahlen sind. Hier ist noch ein kleiner Fehler, glaube ich. Jetzt muss ich mal nochmal nachdenken. Ja, also Sie sehen, ich habe das absichtlich so gemacht. Das Ziel dieser Vorlesung ist nicht, dass ich Ihnen da eine geleckte Version biete, sondern dass Sie meine Gedankengänge verfolgen können. Und dazu gehört auch, dass ich mir jetzt nochmal Gedanken mache, irgendwas ist hier vielleicht noch nicht so ganz richtig. Nach null Iterationen ist ja Max immer noch dieser Wert. Das heißt, hier kann irgendwas nicht stimmen. A von 2j, so muss das, glaube ich, sein. Nach einer Iteration ist das der größte Wert aus A0 bis A0. Ja? Nach zwei Iterationen aus A0 bis A2 und so weiter. Und nach null Iterationen, beziehungsweise, genau, jetzt passt es. Value false j im, oder vermutlich so, im Fall j gleich 0. So ist es jetzt richtig. Nach einer Iteration geht das hier von A0 bis A0, nach zwei Iterationen von A0 bis A2, nach drei Iterationen von A0 bis A4, das passt, und nach 0 Iteration geht es von A0 nach A minus irgendwas, minus 2, das ist die Leere. Also schreibe ich hier noch hin für j größer 0 beziehungsweise long min value im Fall gleich 0. So, und das muss ich jetzt hier nochmal übertragen. Minus 1. Second Max ist der größte Wert daraus. Das kann, glaube ich, so bleiben. Der kleiner als Max ist, beziehungsweise Long Min Value, falls es keinen solchen Wert gibt. In dem Fall, dass J gleich 0 ist, gibt es keinen solchen Wert. So. Also Sie sehen, ist schon ein bisschen tricky manchmal. Muss das nochmal immer ein bisschen schauen, ob das, was man da hingeschrieben hat, stimmt oder ob es nicht stimmt. An solchen Kleinigkeiten, plus minus 1, ja, ist schon manche Software gescheitert, dass in einer Schleife irgendwie man sich um 1 vertan hat. Induktionsanfang, j gleich 0, nach 0 Iterationen ist max gleich long. Ich hätte das mal abkürzen sollen. Und second max
gleich long min value. Und das stimmt, das passt. Das passt mit der mit dem hier, der größte Wert, daraus für j größer 0, beziehungsweise j gleich 0, das da. Und hier auch, es gibt keinen solchen Wert für j gleich 0, also das da. So. Induktionsvoraussetzung, also sei j größer 1, größer 0, so. Induktionsanfang ist bei j gleich 0 für alle h größer gleich 0 h kleiner j gelte die Invariante. Schreibe ich jetzt nicht nochmal aus. Ja, das muss jetzt wirklich nicht sein, dass das, was die Invariante besagt, hier oben diese zwei Punkte, eine Aussage über Max und eine Aussage über Second Max, dass das gilt. Also vielleicht, bevor Sie es mit der Angst zu tun bekommen, ja, Sie bekommen natürlich auch potenziell Punkte, wenn Sie es nicht hundertprozentig genau hinkriegen mit der Invariante, aber natürlich dann nicht volle Punktzahl. So, Induktionsschritt. Also, vor der j-ten Iteration gilt, ist Max das und das und Second Max das und das. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal aufschreiben. Was hat der das? Habe ich das falsch gemacht oder hat das die Sprachkorrektur falsch gemacht? Nee, das muss ich falsch gemacht haben. Nach Induktionsvoraussetzung, ja. Achso, vielleicht sollte man das so ausschreiben, das Größte und ja, Größte und Second Max oder der Größte und Second Max der zweitgrößte Wert. Es ist ziemlich blöd, so von oben her zu tippen. In A0 bis A J minus 2 mal J minus 2 nach Induktionsvoraussetzung. Ich schreibe nur das dazu, beziehungsweise long.minValue. Ja, und jetzt muss man sich nur noch klar machen, im If-Fall hier drüben, ist A I das bisher gesehene größer als alle diese Werte, also neuer Wert Max und alter Wert Max ist nur noch zweitgrößter Wert, also neuer Wert von Second Max. Sie müssen natürlich nicht sklavisch das genauso formulieren in der Klausur.
Und die Aufgaben, die sie da bekommen, wird natürlich anderer Natur sein. Das heißt, sie können es gar nicht sklavisch genau so formulieren, sondern es geht eher darum, die Ideen hier mit aufzuschnappen. So, und setzen wir das mal ein bisschen ab. Das kann man ja gut mal ein bisschen strukturieren. Fallunterscheidung. Es schadet nichts, wenn Sie eine Fallunterscheidung beispielsweise machen irgendwo. Und das gilt alles natürlich nicht nur für die Klausur jetzt. Das gilt natürlich genauso für andere Lehrveranstaltungen. Das gilt genauso, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit schreiben und so weiter. Es schadet nichts, wenn Sie eine Fallunterscheidung machen, dass Sie das auch hinschreiben, dass Sie dem Leser sagen, so, das, was jetzt kommt, ist eine Fallunterscheidung. Im Else-Fall, wie ist das? Ist, bleibt Max der größte Wert, aber AI ist jetzt zweitgrößter Wert, also neuer Wert von Second Max. So, Fallunterscheidung muss natürlich immer vollständig sein. Im dritten Fall, diese Fallunterscheidung ist nicht vollständig. Wir haben diesen Fall getestet und diesen Fall getestet. Wir haben noch weitere Fälle, falls die wir hier nicht drin in dem Code drin haben, weil sie implizit mit abgehandelt werden. Wir haben zum Beispiel den Fall, falls AI gleich Max. Ja, es kann ja zufällig sein, dass wir nochmal auf ein Element stoßen, das den gleichen Wert hat wie den größten, den wir bisher gesehen haben. Oder AI gleich Second Max. Ändert sich nichts. Ja, wir haben immer noch dieselben beiden größten Werte. Folgendes nochmal: Dieses Beispiel ist natürlich besonders kompliziert gewählt. Das ist sozusagen die obere Schranke für das, was Ihnen blühen kann. Ich würde sogar sagen, Klein-O von und nicht Groß-O von. Also nach meinem Geschmack. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch nach Ihrem Geschmack so ist. So, und wir haben noch einen Fall, den wir nicht behandeln, der aber implizit da ist, nämlich den wir nicht abfragen, falls AI kleiner Second Max ist, ändert sich auch nichts. So, wir haben alle Fälle abgehandelt. Die Fälle, die explizit abgehandelt werden und die Fälle, in denen nichts zu passieren hat. Und es kann natürlich nie schaden für die Klausur, aber genauso gut, wenn Sie später Code dokumentieren, dass Sie die Fälle, die nicht explizit abgehandelt werden, dann wenigstens auch benennen. Dass der Leser weiß, aha, diese Fälle sind nicht aus Versehen vergessen worden. Korrektheit. Wohldefiniertheit. Das hatten wir öfters mal. Gehen wir das nochmal durch. Also in Java ist es ganz einfach zu erklären, was Wohldefiniertheit heißt. Es heißt, das Programm stürzt nicht ab. Der, genau gesagt, der Interpreter, das Laufzeitsystem beendet nicht das Programm vorzeitig, den Prozess, genau gesagt. Und das heißt ganz konkret, es wird keine Runtime-Exception geworfen, die nicht gefangen wird. Ja. Ist für uns alles viel zu allgemein in der AOD. Das ganze Thema Exceptions und Runtime-Exceptions interessiert uns gar nicht in voller Allgemeinheit. Was die Fälle, die bei uns auftreten können, sind in der Regel, ich hoffe, ich habe keinen übersehen, aber ich glaube nicht,
Überlauf, ja, sie addieren zwei sehr große Zahlen, zwei sehr große ganze Zahlen und die Summe passt nicht mehr in den Datentyp rein oder solche Geschichten. Dann kriegen sie einen arithmetischen Überlauf und die Exception, die geworfen wird, ist Arithmetic Exception. Index out of bound exception passiert, wenn sie zum Beispiel bei einem Array auf Index minus 1 zugreifen oder auf Array bei einem Array A auf Index a.length. Beide Indizes existieren nicht. In dem Fall stürzt ihr Programm auch ab, wenn sie keine Exceptions fangen. Wenn sie eine Variable von einem Klassentyp oder von einem Array-Typ haben, die 0 ist, also um anzuzeigen, dass diese Variable nicht auf ein Objekt verweist. Ich erinnere nochmal ganz zu Anfang, allererstes Thema Referenzsemantik. Wenn Sie eine solche, auf eine solche Variable zugreifen, den Wert 0 hat und da auf Komponenten eines Arrays oder bei einer Klasse auf Attribute oder Methoden zugreifen, dann stürzt das Programm auch ab. Sie greifen ja auf etwas zu, was nicht existiert. In solchen Fällen ist das Programm nicht wohldefiniert. Ja, wenn Sie das Thema Wohldefiniertheit viel allgemeiner betrachten in Java, wenn Sie beispielsweise mit Dateien einlesen, Dateien schreiben und so weiter, dann haben Sie natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie Ihr Programm nicht wohldefiniert sein kann. Aber hier für unsere Code-Schnipseleien sind das eigentlich die Fälle, die passieren können. So, und was sehen wir hier? Machen wir uns klar, Überlauf kann gar nicht passieren, weil wir gar keine arithmetischen Operationen haben. Überlauf nicht möglich, da keine arithmetischen Operationen oder ähnlich oder Methoden mit arithmetischen Rückgaben. Ja, wenn Sie eine Methode aufrufen, kann natürlich sein, dass die auch abstürzt wegen eines Überlaufs. So, was haben wir jetzt hier? Nehmen wir Null-Pointer-Exception. Oder anstatt Überlauf schreibe ich hier vielleicht mal den Namen hin. Arithmetic Exception. Null-Pointer-Exception kann nicht sein. Jetzt kommt dieses Thema ins Spiel, was wir ganz zu Anfang hatten. A ungleich 0. Klar, wenn A gleich 0 wäre, dann würde uns diese Methode hier um die Ohren fliegen. Ja, schon hier an dieser Stelle. Weiß ich nicht, ob es an dieser Stelle müsste es schon schief gehen, eigentlich. Spätestens hier geht schief, aber eigentlich bin ich der Meinung, hier geht schon schief. Würde eine Null-Pointer-Exception geworfen werden. So, wo sind wir? Wir sind schon ziemlich weit hier gekommen. Null-Pointer-Exception kann nicht sein, da A ungleich 0 vorausgesetzt. Ja, nur das, was ein zulässiger Input ist, nur dafür ist Korrektheit, nur für zulässige Inputs ist Korrektheit zu nachzuweisen. So, was haben wir jetzt noch? Index out of bounds exceptions kann nicht sein, da i kleiner a.length die Fortsetzungsbedingung ist. Das heißt also, Fortsetzungsbedingung und kein Index kleiner 0 vorkommen kann. Ja, offensichtlich, weil wir fangen an mit 0 und erhöhen immer um 2. Das heißt, kleiner 0 geht nicht und größer gleich Länge geht auch nicht. Da steigt die Schleife sofort aus. So. Müssen Sie nicht, also wenn sowas
solche Art von Sachen in Klausuraufgaben kommen, kriegen Sie genug Hilfe. Sie müssen sich nicht merken, was eine Arithmetic Exception ist und eine Null-Pointer Exception und so weiter. Sie kriegen genug Hilfe und Erinnerungen, dass Sie sich solche Sachen nicht in Ihr Hirn reinklemmen müssen. Aber Sie müssen sich natürlich klar machen, verstanden haben, was wohldefinierter da ist. Terminierung. Ja, ist in diesem Fall klar. Ja. Das ist eine ganz normale Zählschleife hier mit in Zweiersprüngen. Naja, da A also offensichtlich. Ja, bei Zählschleifen müssen wir uns über Terminierung ja nun wirklich keine Gedanken machen. Naja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier ein Minusgleich. Aus Versehen, ja? Kein Plusgleich, sondern ein Minusgleich. Dann terminiert es natürlich nicht. Weil wir fangen an mit 0 und gehen immer weiter runter. Okay, es wird irgendwann durch eine Arithmetic Exception, würde es dann terminieren. Insofern ist dieser Fall schon erledigt. Aber auch eine Zählschleife, gut, muss man nochmal einen kleinen Moment gucken, ob die Zählschleife korrekt gebildet ist. Das ist eine aufsteigende Zählschleife. Zählschleife und mit einem Wert größer 0, bei dem es zu Ende ist. Also, das funktioniert. So, korrektes Ergebnis. Gucken wir uns nochmal an, was ist die Invariante. Also inzwischen müssen wir schon hier weit vorwärts gehen, aber es liegt nicht daran, dass wir jetzt so viel geschrieben hätten, sondern das liegt daran, dass ich hier so viel Kommentare geschrieben habe. Die Invariante ist, also ich werde das dann so machen, dass ich hier die Kommentare rauslösche und in einer zweiten Version sind nur die Kommentare drin und keine echten Texte. Die Invariante ist, Max ist der größte Wert aller bisher gesehenen und Second Max ist der größte Wert, zweitgrößte Wert aller bisher gesehenen. Folgt unmittelbar aus der Invariante. Ja, die Invariante geht unmittelbar über in die Behauptung, das Ergebnis ist korrekt. Oder schreiben wir es ein bisschen genauer. Nach Invariante. Invariante ist Second Max zweitgrößter Wert in A in allen Graden, also von allen Komponenten mit gradzahligem zahligem Index und was genau der Output ist. So vielleicht. Also, passt gerade. Sie sehen, also wie gesagt, das ist ein ausgesucht kompliziertes Beispiel gewesen, was Ihnen hoffentlich aber zeigt, was so die Gedankengänge sind, die man sich dabei machen sollte. Wenn es irgendwelche Feinheiten gibt, wie hier, da noch weitere Fälle, dann würde ich in die Klausur reinschreiben, achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich alle Fälle, die auftreten können, auch die nicht explizit behandelten, betrachten, irgendwie sowas wirklich reinschreiben. Oder wenn Sie so einen Fall haben, so wie hier, wo man noch was Kompliziertes mit J gleich 0 oder irgend sowas haben, dass ich dann noch dazu schreibe, achten Sie auch auf die Randfälle oder so etwas. Das heißt also, ich würde Ihnen auf jeden Fall einen Hinweis geben, Achtung, da muss noch etwas beachtet werden. So,
Ich hoffe, dass Ihnen das dann im Nachgang, wenn Sie sich auf die Klausur vorbereiten werden, dass das zusammen mit den Erfahrungen, die Sie aus den Testaten gesammelt haben, hilfreich ist. Sie haben natürlich die Möglichkeit, im Forum oder auf anderen Wegen Fragen zu stellen. Davon wurde in den letzten Semestern pünktlich vor der Klausur ausgiebig Gebrauch gemacht. Auch zu solchen Dingen wie hier, von denen ich es heute hatte. Und das hat sich, glaube ich, als recht effizient für nicht nur für die Fragesteller, sondern auch für die Mitleser herausgestellt, sodass ich auch darum bitten möchte, dann gegebenenfalls Fragen nicht individuell direkt zu stellen, sondern im Forum, damit nicht nur Sie, sondern alle etwas von der Antwort haben. Beziehungsweise ich würde es dann sogar im Forum beantworten, auch wenn es auf direkten persönlichen Wege die Frage an mich herangetreten worden wäre und dann dem, der die E-Mail geschickt hat, entsprechend antworten, siehe Forum da und da. Gut, für heute bleibt es dabei und das Mikroklima hier in diesem Raum ist ja noch einigermaßen gut. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Das Wetter draußen scheint ja jetzt wieder ganz gut geworden zu sein, außer dass es ein bisschen schwül ist. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, hoffentlich mit der Gelegenheit, noch ein bisschen was von diesem Wetter zu haben. Bis Donnerstag dann.